Stell dir vor, du besitzt eine Immobilie in Dubai, finanziert durch einen bequemen Kredit aus Deutschland. Klingt einfach, oder? Aber halt! Hinter dieser scheinbaren Einfachheit verbergen sich Risiken, die dich teuer zu stehen kommen könnten. Bevor du diesen Finanzierungsweg einschlägst, gibt es Fakten, die du unbedingt wissen solltest. Dieses Video enthält essentielle Informationen, die den Unterschied zwischen einer soliden Investition und einem finanziellen Desaster ausmachen können. Herzlich willkommen, ich bin Eugen Simbelmann von Dubai Finanz. Wir haben uns auf die Immobilienfinanzierung in Dubai spezialisiert. Eine Immobilie in Dubai ist für viele Investoren aus Deutschland aus verschiedenen Gründen attraktiv. Hohe Mieten, großes Potenzial eines langfristigen Wertzuwachses, ein Investment außerhalb der Eurozone zur Diversifikation und noch viele weitere Gründe gibt es, die für einen Immobilienkauf in Dubai sprechen. Immobilien sind vergleichsweise kapitalintensive Investments und selbst im Einstiegssegment ist man mit deutlich mehr als 100.000 Euro im unteren Investmentbereich. Realistisch kostet eine Immobilie in Dubai ca. 200.000 Euro oder mehr. Da liegt es auf der Hand, die vielleicht lastenfreie Immobilie in Deutschland mit einem Kredit zu beleihen und damit in Dubai zu investieren. Hast du jemals darüber nachgedacht, dass du dadurch, durch dieses Vorgehen, zu einem professionellen Währungshändler wirst und im internationalen Forex-Markt im Währungspaar Euro und Dirham spekulierst? Und das dann auch noch mit vergleichsweise hohen Summen von 100.000 Euro und deutlich darüber hinaus. Zusätzlich ist dein Wetteinsatz auch noch durch Fremdkapital, nämlich mit einem Kredit bei einer deutschen Bank finanziert. Dein eigentliches Investment, nämlich die Immobilie in Dubai, rückt in den Hintergrund. Hast du dich schon einmal gefragt, was passiert, wenn deine Währungsspekulation nicht aufgeht? Wie viel Verlust kannst du aushalten? Ab wann willst du handeln? Und was willst du dann machen? Was passiert mit der Immobilie, die du in Deutschland beliehen hast? Ist diese im schlimmsten Fall auch weg? Und das alles nur für ein Immobilieninvestment in Dubai? Würdest du einen Immobilienkauf in Deutschland auch mit einem Kredit in Dirham, US-Dollar oder Schweizer Franken finanzieren? Auf diese Idee würde wohl niemand kommen, da man so nur noch ein weiteres Risiko eingeht. Warum wird das dann mit einem Investment in Dubai gemacht? Bitte verstehe mich nicht falsch. Ich möchte nicht sagen, dass ein solches Finanzierungskonstrukt falsch ist. Es ist nur sehr aggressiv und hat durch die Vielzahl an Variablen eine hohe Gefahr, zum Nachteil des Investors auszugehen. Als Gegenargument kann man hier anführen, dass die Finanzierungszinsen in Deutschland niedriger waren. Ja, vor 2 Jahren, als es noch 0,9% Finanzierungen gab, mag das sein. Das Währungspaar Euro und Dirham ist jedoch sehr volatil. Schwankungsbreiten von 1-2% pro Tag sind nichts Ungewöhnliches. Im Zeitraum zwischen Ende September 2022 und Ende Januar 2023 gab es Währungsschwankungen von 15%. Da hilft auch der Zinsvorteil aus Deutschland nicht mehr. Hinzu kommt das Risiko der Entkopplung. Aktuell ist der Dirham an den US-Dollar gekoppelt, aber das muss nicht so bleiben. Insbesondere nicht über einen sehr langen Zeitraum wie bei Immobilieninvestments, die üblicherweise 10 Jahre oder länger betragen. Für eine Entkopplung würde die starke Wirtschaft der Vereinigten Arabischen Emirate sprechen, die sich stark von der Wirtschaftsleistung der USA und der Kopplung an den US-Dollar unterscheidet. Was bei einer Entkopplung einer Währung passiert, konnte man vor nicht allzu langer Zeit beim Schweizer Franken und dem Euro sehen. Über Nacht sind viele Währungshändler, Broker und Banken in große Schwierigkeiten geraten und so mancher Währungsspekulant zahlungsunfähig geworden. Solche Währungsentkopplungen passieren immer unerwartet und haben große Auswirkungen auf den Markt. Hast du dir einmal überlegt, welche Auswirkungen eine Entkopplung auf deinen deutschen Kredit hätte? Ich möchte dir mit diesem Video keine Angst machen. Vielmehr möchte ich dich wachrütteln und sensibilisieren. Oft sind die einfachen Lösungen nicht die besten. Manchmal zahlt es sich aus, sich mit der Sache selbst zu beschäftigen. So wie du gerade auch, der sich das Video anschaut. Du bist vielen Menschen voraus und hast verstanden, dass es einen Nutzen für dich persönlich hat, informiert in einem Markt wie in Dubai zu investieren. Verlasse dich nicht nur auf die Aussagen deines Maklers, sondern recherchiere selbst.
Fragst du dich gerade, welche Alternativen es zu einem Kredit in Deutschland gibt? Etwas, das viele Menschen nicht wissen, ist, dass eine Immobilie in Dubai vor Ort durch eine lokale Bank finanziert werden kann. Auch ausländische Käufer aus Deutschland können in Dubai eine Immobilie finanzieren. Eine Finanzierung in Dubai macht bei Immobilien auch immer Sinn, denn damit erhöhst du deine Eigenkapitalrendite deutlich. Bleibst flexibel, da ein Kredit in Dubai jederzeit gegen eine sehr geringe Vorfälligkeitsentschädigung zurückbezahlt werden kann und du baust einen Hebel auf dein Investment auf. Bei einer gesunden Beleihung, also Kreditbetrag von 60% zum Kaufpreis, hast du einen 2,5-fachen Hebel auf dein Eigenkapital. Steigt der Immobilienwert nun um 10%, profitierst du von einem Wertzuwachs von 25% auf dein eingesetztes Kapital. Hinzu kommt der positive Cashflow aus der Mietrendite dazu. Denn schlaue Profi-Investoren nutzen längst die Finanzierungsmöglichkeiten im lokalen Bankenmarkt und konnten in der Vergangenheit jeden Cashkäufer in Sachen Eigenkapitalrendite deutlich übertreffen. Gleichzeitig finanzierst du eine Immobilie in derselben Währung, in der du auch die Immobilie kaufst. Eigentlich ein total logisches und nachvollziehbares Vorgehen, oder? Hinzu kommt, dass bei einer vermieteten Immobilie die Mieteinnahmen in Dirham erfolgen und so dein Kredit vom Mieter in Dubai abbezahlt wird. Ganz ohne Währungsrisiken. Meist bleibt dir auch noch ein freier, positiver Cashflow übrig. Wusstest du, dass du als Ausländer durch eine Finanzierung auch ein eigenes Bankkonto in Dubai erhältst? Etwas, das sonst nur sehr vermögenden Investoren vorbehalten ist. Wir wissen, dass Immobilieninvestoren in Dubai nach Finanzierungslösungen für einen Immobilienkauf suchen. Deshalb haben wir uns bei Dubai Finanz auf die Immobilienfinanzierung in Dubai spezialisiert und können allen deutschsprachigen Investoren mit der richtigen Finanzierung helfen. Kontaktiere mich, Eugen Zimbelmann von Dubai Finanz, und ich stehe dir gerne zur Verfügung. Ich freue mich darauf, deine Fragen zu beantworten, dir deinen Anliegen zu helfen und gemeinsam eine erfolgreiche Immobilien- und Finanzierungsstrategie für dich zu entwickeln. Lass uns in Verbindung bleiben und buche jetzt deinen kostenfreien und unverbindlichen Rückruf unter www.dubai-finanz.de. Ich freue mich auf unser gemeinsames Gespräch. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.